Jo, mein Lager habe ich soweit fertig. Einfach einen Biwaksack, Schlafsack rein, Isomatte fertig. Und dann geht es morgen in alter Frische wieder weiter zur eigentlichen Packraft-Tour. Morgen. So. Erstmal richtig wach werden. Und dann geht's ab an die Einsatzstelle, Packraft aufbauen und ab die Post. Ich habe jetzt nur noch ein ganz kleines Stück vor mir, bis ich dann an der Einsatzstelle bin. Und ich freue mich schon tierisch drauf, dass es endlich losgehen kann mit der Bootsfahrt. Ich kann das Wasser schon plätschern hören, das heißt, ich muss jetzt gleich da sein. Ich hab's geschafft! Okay, dann baue ich mal das Boot auf. Und kaum auf dem Wasser, schon kommt die Sonne raus. Oh, ist das klasse.
In Taubergießen selber ist ein Befahren nur von 8 bis 20 Uhr erlaubt. Für diesen Bereich der Rheinauen habe ich nichts gefunden, aber ich bin jetzt auch Punkt 8 los. Also müsste ich auf der sicheren Seite sein. Okay, da vorne ist ein Baum im Wasser. Ich glaube, rechts umfahren müsste gehen. Hoffe ich zumindest. Okay, davon kommt dann, so wie es aussieht, schon die erste Brücke. Unter der müsste ich aber ohne Probleme durchkommen. Denn Brücken, Packraft und Kamera sind jetzt nicht unbedingt meins. Aber das sollte ja echt kein Problem sein. Wunderschöne Landschaft. Wer weiß, wie lange die schon hier steht. Da vorne kommt irgendein Kanal, ein Damm oder so etwas. Und eigentlich müsste ich dann rechts weiterfahren können. Wenn meine Karte nicht ganz falsch ist. Deswegen werde ich mich mal ganz rechts halten. Okay, ja, da geht es wirklich rechts weiter. Boah, ist das schön hier. Absolut klasse. Okay, jetzt wird's doch etwas anspruchsvoller. Ich muss auch aufpassen, denn es ist sehr flach im Moment. Theoretisch müsste bald wieder eine Brücke kommen. Ja. Da sehe ich schon etwas. Ein Glück sind alle Brücken hier sehr, sehr hoch, aber das sieht gleich nach einem richtigen Schwall aus.
Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, und das sieht nach einem richtigen Schwall aus. Okay. Da muss ich durch. Absolut kein Problem. Mensch, so macht das richtig Spaß jetzt hier. Brücke gefahrlos überstanden. Auch der Schwall sah nur im ersten Moment etwas schlimmer, ist aber alles kein Problem. Davor die Passage, da muss ich schon gut aufpassen, denn es war sehr, sehr flach und da war es selbst mit dem Packraft zu langsam das Mögliche erreicht. Aber ich genieße jetzt einfach die Stille hier drin, das Paddeln durch diesen Wald. Hier habe ich wieder gut Strömung. Also bis jetzt fängt es richtig gut an mit den Rheinauen. Also ich glaube, das wird irgendwie ein Fünfteiler oder sowas. Denn wenn ich alles filmen würde, was ich hier sehe, dann bin ich irgendwie 5-6 Stunden mit Filmen nur beschäftigt. Das wäre ein bisschen ein arg langes Video. Okay, davon kommt noch mal ein Baum. Aber rechts müsste ich hindurchkommen. So, rechts einschlagen, unter den Bäumen hindurch und dann gleich unter dem hinabgestürzten Baum. Ja, müsste gerade so passen. Wenn ich ganz rechts fahre. Weiter geht's. Hoffe ich mal, dass solche Stellen nicht noch mehr kommen. Denn ein Umfahren oder beziehungsweise Umtragen ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Es geht relativ steil links und rechts an den Ufern hoch. Von dem her hoffe ich, dass wenn so eine Stelle kommt, eine kommt, wo ich wieder unten durchpasse oder am besten gar keine mehr.